So, es ist zu spät. Das Video ist jetzt an. And now we have the salad. And then what? I want to show you the salad. And now we have the salad. We are here now. Hello. Hallo. Hallo. Aus Bremen, heute mit Steffi dabei. Ja. Und mit einem sehr merkwürdigen Anfang jetzt. Hallo ihr Lieben natürlich. Und ja, wir müssen uns gerade mal hier so ein bisschen eingrooven. Ja. Nach mehreren Anlaufversuchen und viel Spaß. Lachanfällen haben wir es nun doch geschafft und sitzen jetzt hier. Genau, und wollen euch ein paar Sachen zeigen und euch unterhalten und das mal zusammen. Wann hat man mal die Möglichkeit? Nie! Das ist toll, ich freue mich so hier zu sein. Hier ist es wunderschön. Ja, Regen haben wir auch. Wunderschön eingeschränkt mit Regen. Regen. Aber Bremen ist toll. Die Susanne hat mir so viele Sachen gezeigt und so viele kleine Geschäfte und schöne Sachen. Und heute hatte sie mich entführt in einen Laden. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der Wahnsinn. Der absolute Wahnsinn. Was da Wolle lag, was da in allen Farben vom... Oh mein Gott. Farben und lauter schöne Wolle. Ne? Also es ist schon... und es war nur ein Laden in Bremen, ne? Wir haben gar nicht geschafft, so viel zu machen, wie wir eigentlich hätten wollen. Ich muss nochmal her. Weil die Zeit war eigentlich dann doch zu kurz. Also das spüren wir jetzt schon wieder. Wir konnten nur einen Bruchteil von dem machen, was wir eigentlich gerne machen würden. Ja. Aber die Steffi wird bestimmt nochmal wiederkommen, habe ich so ein Gefühl. Dann mit dem Anhänger oder so. Mit dem Anhänger und vorher ein Kredit aufnehmen. Und vorher, ein Millionär, wenn da draußen einer ist. Ja, wir haben uns auf jeden Fall sehr gut gehen lassen. Ne? Also total Urlaubsfeeling schon mal hier gestartet. Trotz Regen. Bei uns sind nämlich die Ferien angefangen am Montag und bei Steffi und ihren Töchtern ist die letzte Woche angebrochen. Ne? Und wir haben auf jeden Fall das Beste draus gemacht, würde ich mal sagen. Obwohl, wir hätten gerne draußen gegrillt und schön zusammengesessen. Die Terrasse, ich habe sie gesehen. Auch schön dekoriert gesehen, nur gesehen, nicht draußen gesessen. Es war viel zu kalt. Mein Gott, war das kalt. Ja, und das soll sogar noch kälter werden. Ne? Aber wie sagt man, ne? Der April macht, was er will. Ne? Schnee habe ich noch nicht gesehen. Und dann kann man immer wieder sagen, and now we have the salad. Das ist auf jeden Fall unser Motto. Absolut. Für die nächsten Tage auch. Man könnte auch manchmal sagen, wenn man... einem die Worte nicht sofort einfallen. Am Anfang eines Videos hat man es ja leicht mal. Das hatten wir jetzt auch gerade so. Wie fangen wir eigentlich an? Ne? Dann kann man auch einfach so machen. Ne? Hello. Hallo. Ja, wir haben auch Karten gekauft. Oh, wir haben alles Mögliche gekauft. Alles mögliche. Aber in schön. Ne? Nur schön. Was schön ist, bleibt schön. Wir wollen es nur schön. Und ja, da waren wir uns einig. Ne? Wir wollten schön essen. Und wir wollten eigentlich auch schönes Wetter haben. Wir wollten schöne Rollen. Toll gegessen. Ja. Sag euch, die Susanne, die kann Sachen machen. Mitten in der Nacht leckere Sachen kochen. Fantastisch. Ja, hier war alles ein bisschen. Aber es war viel Gemüse, viel. Stimmt. Sogar wir brauchten, ne? Ja, wir brauchten gar kein Fleisch. Also es war ein Traum. Stimmt. Wir sind sogar. Heute haben wir Fleisch gegessen. Heute haben wir Fleisch gegessen, aber gestern. Vorgestern waren wir in einem veganen Restaurant, was erstmal total von der Einrichtung einen wirklich umgehauen hat. Also total schön. Und da gab es veganes Essen und man hat echt nichts vermisst. Ne? Es war ein Salatbuffet. Und Kuchenbuffet. Kuchen, ja. Wobei, den haben wir nicht gegessen. Nee. Aber veganen Kuchen, also das sah toll aus. Geschmacklich kann ich nichts sagen. Ich habe es nicht probiert. Wir waren mehr auf der deftigen Seite. Und das war toll. Ja, allein fürs Auge schon. Ne? Es war. Wir haben keine Fotos davon gemacht. Ne? Das ist ganz schön. Nee, von dem Essen nicht. Von dem Essen nicht. Und gestern waren wir in einer Ofenbäckerei. Ofenkartoffelbäckerei. Ja. Kumpir haben wir gegessen. Genau. Das ist eine Ofenkartoffel, die... also das Kartoffelfleisch wird... so ein bisschen klein gedrückt und mit Butter und Käse und dann kommt da ganz vieles frisches Gemüse drauf und eine leckere Soße oder was hatten wir, Sour Cream? Ja. Das war lecker. Hammer. Das war echt total geil. Und ich habe ganz viel zum Grillen eingekauft.
Aber das brauchten wir dann irgendwie nicht, ne? Ja. Leider nicht. So, aber das ist ja ein Strickkanal hier, ne? Und nicht ein Ess-Lifestyle. Ja, aber ich esse doch alle gerne. Ja, Essen gehört ja. Irgendwie habe ich aber den Eindruck gewonnen, ich habe ja jetzt einmal Sonja hier gehabt, einmal jetzt die Steffi, ne? Und irgendwie haben die Stricker so einen Sinn für Ästhetik, glaube ich, ne? Also die mögen alles, was schön ist. Ja. Habe ich bis jetzt so den Eindruck. Und Humor. Humor. Spaß haben wir. Spaß haben wir. Ja. Und wenn Sonja dabei wäre, wäre es ja noch toller. Ja, auf jeden Fall. Obwohl ich mir auch noch einige andere YouTuber vorstellen kann und auch natürlich Zuschauer, das wäre natürlich, können ja mal so eine riesen Party in der großen Hütte, gell? Ja. Ja, Schnickiges, ne? Und da wollen wir wieder die Kurve drehen und zu dem zurückkommen. Ja. Ich möchte euch meinen Bubbles zeigen. Ich bin fertig. Nein! Das ist der Susanne, ihr Bubbles. Guckt euch das doch mal an. Falsche Seite ist das, oder? Wow, sieht man das? Schau. Ich glaube ein bisschen. Ich bin hierher gekommen und sie hat mir ihren Bubbles gezeigt und ich dachte nur, boah, ist der breit. Wow, wie schön. Und habe mir den umgelegt und dachte nur, oh, der ist natürlich jetzt gespannt auch schon und gewaschen. Die Farben sieht man überhaupt nicht, ne? Ja, leider nicht. Warte mal. Es ist halt abends jetzt auch. Warte mal, so hier, so jetzt wird es gleich besser. Jetzt sieht man mich nicht mehr, das macht aber nichts. Also so toll. Dann habe ich Susanne mein Bubbles gezeigt, ungespannt und klein. Und dann habe ich gedacht, du wirst mit dem nicht glücklich. Der ist viel zu schmal. Und dann haben wir so gesprochen und sind drauf gekommen, dass Susanne eher locker strickt und ich eher fest. Mhm. Und dann habe ich überlegt, ich brauche vielleicht eine größere Nadelstärke und vielleicht brauche ich noch einen Bubbles mehr, damit ich in die Breite komme. Ich habe meinen Bubbles genommen, habe die Nadel rausgezogen und gerippelt. Und gerippelt, direkt am ersten Tag aufgeribbelt, weg war er. Ja, was soll ich war sagen? War nichts zu machen, ne? Mm-mm. Dabei sah er echt total schön aus, aber die Breite gefiel dir dann nicht. Ich habe einfach die Befürchtung gehabt, dass ich den stricke so viel Arbeit da reinstecke und hinterher denke, Mann, wäre der doch so breit wie der von der Susanne. Und dann hätte ich mich geärgert. Also wie gesagt, lieber jetzt. Ja, und habe mich aber dann an demselben Abend hingesetzt und habe Maschen wieder angeschlagen und habe ihn wieder gemacht und bin jetzt so weit. Ich weiß, das sieht jetzt sehr klein aus, aber ich bin stolz drauf, dass ich schon wieder so weit bin. Total geil. Und jetzt ist der breit. Und der wird ja noch gespannt. Also jetzt hat er für mich wirklich die Breite, wo ich sagen kann, den kann ich mir auch schön leicht über die Schulter hängen und... Also hier sieht man jetzt auch gerade die Farben nicht so, aber ihr habt ihn schon mal gesehen in einem Video, ihr wisst, wie die Farben sind. Ja, und jetzt bin ich doch schon wieder so weit. Ja. Ich bin da eigentlich echt froh, dass ich das gemacht habe, bereue nichts. Und ich habe jetzt einen Bubbles mehr mit mittig und kann noch spannen. Ja. Ja, toll. Und da Susanne ihr Herz am Bubbles verloren hat, und es ist schon ganz unangenehm, muss es ja aber überhaupt nicht sein. Sie hat nicht nur den Bubbles, sie hat noch einen angeschlagen. Und noch einen. Und noch einen. Dry. Alle dry. Ist halt mal den zweiten. Ne. Der ist schön. Ich habe einen... Ein Hauch von ein nichts. Ein bisschen Bubble gemacht, ne? Ein Hauch von Bubble, nichts. Guck mal. Das ist ja wie ein Vorhang. Schön. Das ist wir wirklich uns verstecken. Ja, weil ich so hell bin, da sieht man mich. Ja, das sieht man. Mit dem weißen Tuch. Aber das ist auch ganz schön. Also da ist sie auch schon total weit. Und ich finde den schön. Klar, wahrscheinlich ist, dass sie, oder dass man darin unheimlich hängen bleibt. Hier ist auch schon die Nadel. Ah, ja. Dass man da mit allem dran hängen bleibt, aber... Das ist wahrscheinlich wirklich so ein Stück, dass man... Für besondere Anlässe, keine Ahnung. Über einer weißen Bluse oder wie auch immer, über ein Kleid, richtig schön. Ja, das ist auf jeden Fall, muss man ja mal was zu der Wolle sagen vielleicht, ne? Was hast du da genommen? Lana Grossa, diese Mohair Degradé heißt sie, glaube ich. Weil irgendwo wo ist denn der Schnibbel? Wo ist denn der Schnibbel? Ich habe hier im Auto. Im Auto.
Ich hab die doch sonst da haben immer. Wir nämlich einen Schnippel gefunden. Ach, im ja. Auto. Kein Wunder, dass sie das... Millikolori. Ja, ne? Steffi redet nicht. Ich mach noch mal ein bisschen Programm. Also das wechselt auch. Das ist einmal hier wirklich ins Schwarz und hier geht es wieder ins Kreuz. Du hast sie nicht? Sie hat ihn. Hast du ihn noch reingesteckt? Nein, habe ich nicht. Findet ihn nicht. Nee. Aber das was ist ein Traum. So. Du hast es ja schon gesagt. Lana Grossa ist es auf jeden Fall und das ist eine Mohair-Wolle und die heißt Degradé. Ein dünnes Mohair-Garn ist das. Mohair mit Seide ist das, glaube ich. Das ist jetzt so neu gewickelt. Früher gab es das in, auch schon im Farbverlauf, aber in kürzeren Farbverläufen so. Und das ist jetzt ein längerer und neu gewickelt. Ne? Haben die jetzt auch gedacht, komm, wir machen auch mal so ein bisschen Cake-mäßig hier. Und bei den dünnen Garnen, oder wenn man überhaupt dünne Garne nimmt, auch Lace oder so, würde ich empfehlen, dass man an der Seite, also den Faden hängen lässt und vernäht und nicht in der Mitte. Weil ja. Hier sieht man das. Wenn man hier vernäht, dann ist es einfach dicker. Die Frage ist, ob es euch stört. Wenn es euch nicht stört, egal. Aber wenn es stört, man sieht also schon, man kann es nicht so gut vernähen. Ja. An der Seite geht es vielleicht besser. Vielleicht auch nochmal irgendwie nochmal verketteln. Weil die kannst du nicht ineinander, also schon so ein bisschen, ne, aber es ist schon eine Aufgabe, das zu vernähen. Ja, und hier neben vielleicht schon nochmal einen Knoten reinmachen. Ja. Also das kriegt man auf jeden Fall hin. Zur Not wird geklebt, ne? Mit Sekundenkleber hat doch mal wer. Irgendjemand war das, hat schon mal eine Masche mit Sekundenkleber festgeklebt. Also, hab das mal gehört. Ganz am Rande mal, ne? Ja, also das ist der zweite Bubbles, den ich schon traumhaft auch finde. Ich steck das mal in meine Tasche. Ja, und das, da wir ja immer durch irgendwelche Wollläden gestöbert sind, haben wir dann auch nochmal wieder Wolle entdeckt, ne? Und dann musste ich die natürlich sofort auch an. Jetzt kommt meine. Jetzt geht's weiter, ne? Du hast noch einen Knäuel davon, oder? Was ist es? Halt's doch erstmal. Oh also es ist auch etwas ganz Feines und Dünnes. Und zwar hier unten seht ihr das auch wieder so ein Mohair. Oh nein. Ganz flusig auch. Und hier hat aber Susanne gesagt, Mensch, also das ist der Knäuel, der hat auch so einen Farbwechsel drin. Danke, dass du das alles ich übernehme hast. Das mal und du suchst vielleicht. Und also ihr seht es vielleicht nicht, es sieht so ein bisschen gräulich aus, es ist aber rosa, leicht ins Pink gehende. Und dann hat sie bei sich zu Hause im Stash noch eine Wolle gefunden. Ja, das sieht so ein bisschen... Also das papiermäßig, ich zeig da mal, das ist alles Lana Grossa, muss ich sagen. Und hier seht ihr das, da sind kleine Pailletten drin. Ja, und das ist so ein leichter Altrosa-Ton. Mhm. Und das ist eine Merino-Wolle, das weiß ich noch. Eine Merino-Wolle, also ziemlich kostbares Teil. Ich glaube, das Ding hat 10,95 € oder sowas gekostet. Baby-Merino halt mit diesen kleinen Pailletten. So, das glitzert auch schön. Also, ja. Ich habe das vorhin im Licht hier jetzt vielleicht... Und diese Mohair-Wolle ist auf jeden Fall von der Firma Concept, heißen die. Und das ist von Katja, also aus der Katja-Kollektion. Ne? Und hier hat welche die Nummer weiß ich jetzt leider mal wieder nicht. Hat mehr, aber das kennt man ja von mir, ne? Im Wechsel gemacht. Einmal mit dem Mohair angefangen und sobald der nächste Bubbles anfing, hat sie die andere Wolle genommen und so führt sie das jetzt fort und ich finde es richtig schön mit den Pailletten, das passt gut zusammen. Es gibt dem Schal ein bisschen mehr Schwere, wobei von schwer kann man hier gar nicht reden. Das ist ein ganz leichtes Ding. Es ist wunderschön. Mir gefällt es wirklich sehr. Mal gucken, ne, was draus wird. Jetzt kommen ja bald hier die neuen Farben. Also da ist ja auch ein Farbverlauf halt und das wird jetzt leicht ein bisschen dunkler. Mal sehen, wie das dann so wirkt, ne? Bin ich schon sehr gespannt, da ja, kann man gar nicht wieder aufhören. Gefällt mir vor allem, wenn dieses bisschen Pink da rein. Ja, das bleibt total spannend, ne? Da kann man mal wieder nicht aufhören. Yeah, ja, so ist das. Ansonsten sind wir im Batat-Fieber. Im Batat-Fieber. Da hat ja jemand in einem Video sowas von Virus gestreut. Ja, aber sowas von. Wer? Hallo, Andrea. Rücksicht auf Verluste, ja.
Hallo Andrea. Und ich habe euch in meinem letzten Video die Alpaka-Wolle von Fair Alpaka gezeigt, Fingering, die ich dazu benutzen möchte. Und ich habe angefangen mit dem Batat. Und das ist mein Anfang. Boah, und das ist so schön, ne? Ja. Also ist hier so schön, die Farben, ey. Und ja, leider kommen die da jetzt nicht so raus, wie schön ja, sie eigentlich sind, aber nach dem Hochladen geht ja auch nochmal was. Ja, da, vielleicht seht ihr das in meinem letzten Video, habt ihr die Farben gesehen und ich kann ja auch nochmal gucken, wegen einem Foto auf Facebook habe ich es ja, glaube ich, auch schon mal gezeigt, die Farben. Das Besondere an diesem sind halt diese Falten, die man da strickt. Also ich will nicht näher auf die Anleitung eingehen, nur so viel, dass es erst so aussieht. Und dass man dann eben eine Falte reinstrickt. Und das finde ich total schön, anstrengend. Aber ja, diese Reihe, wo man das tut, dauert einfach sehr lange. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Das bleibt so? Ja, genau so bleibt es. Und da die Reihen ja, also man nimmt ja immer wieder auch zu, die Reihen werden größer. Wer den Batat schon mal gesehen hat, ich habe ja hier die Anleitung, hier sieht man es vielleicht auch ganz gut, der wird ja an der einen Seite immer größer und dementsprechend werden diese Reihen ja auch immer länger. Ja, aber es lohnt sich, es lohnt sich wirklich, es macht Spaß, es zu stricken. Verkürzte Reihen spielen da eine Rolle, die mag ich sehr gerne und ja, also wer sich hier auch noch anschließen möchte, sehr gerne. Wir haben den jetzt schon in verschiedenen Farben gesehen und es findet sich immer noch jemand, der sich der Begeisterung anschließt und der sogar nicht nur andere Farben nimmt, sondern auch eine andere Wolle, ein anderes Garn. Sitzt neben mir. Ach, sie kann so da jetzt noch ein bisschen was zeigen. Ach ja, genau. Womit sie da angefangen hat. Sehr interessant. Und ein paar Mal wieder aufgemacht habe und immer noch nicht ganz zufrieden bin. Ja, mit einer samtigen Wolle. Ja, total samtig. Samtige. Ups. Hoppla. Wir jonglieren jetzt mal ein bisschen damit. Mit dieser Farbe und mit dieser Wolle. Da hat nämlich die Steffi gesagt: Oh, Susanne, daraus der Batat. Ne? Ja, weil und das ist schon was passiert. Ne? Ein wirkliches Samtband. Ja. Und gerade bei diesem hier, das ist so silbrig glänzend. Das sieht so schön aus. Also total edel wird das aussehen, denke ich mir jetzt mal, ne? Weil das Schwarz mit diesem Grau zusammen ja, ist schon. Guck mal, das sieht man jetzt kaum, das Schwarz. Ne? Warte mal, vielleicht. Ja, stimmt, vielleicht halte ich es mal vor die Couch. So, schwarz ist schwarz. Schwarz ist schwarz. Und es hat auf jeden Fall mega den Glanz. So. Aber die erste Reihe jetzt damit zu stricken, war erst sehr anstrengend. Und ich musste das auch ein paar Mal wieder aufmachen. Man sieht eben noch nicht so viel. Ne? Das ist halt der Anfang. Ja, genau. Das ist am Hals eben. Steffi hatte dann die gute Idee, mal, da hat man was am Hals. God. Ja, und man hat immer Wollkotze. Wollkotze gemacht. Ich kümmere mich drum. Ja, genau. Sprich einfach weiter. Genau. Auf jeden Fall konnte man bei dem Schwarz nicht sehen, wo man einstechen musste. Und da hatte Steffi die gute Idee, nimm doch einfach Grau als Anschlagsfaden. Und das hat auch echt ein bisschen besser funktioniert. Man kann eben noch nicht so viel sehen, wie ihr seht. Aber das kann sich ja relativ schnell Also ich bin gespannt, ich habe ja noch den Abend. Und wenn ihr den mal angezogen sehen wollt, dann müsst ihr unbedingt mal bei Andrea reingucken, oder? Ja, auf jeden Fall. Weil sie Zilobi strickt, ja. Also die sieht da auch also so toll damit aus. Also sie hat ja den einen von Steven West, dann hat sie ja selbst einen fertig gestrickt und hat einen zweiten angeschlagen. Das zeigt sie in ihrem aktuellsten Video. Das sieht toll aus. Ja. So, und der angezogene, wie du schon gesagt hast, ne, so, so einen leicht indischen Touch hat ja, das mit irgendwie. Ihren so tollen langen Haaren. Sari, sieht ja, richtig schön aus. Das sieht so toll aus. Also sie kann den auf jeden Fall auch besonders gut tragen, muss man einfach auch so sagen. Das stimmt so, ne? Ja, ansonsten haben wir halt auch. Ich habe das gar nicht gesehen, ne? Ansonsten haben wir Wolle geshoppt, würde ich mal sagen, ne? Und ja, warte. Warte. Und dann? Ja. Ich bin ja hierher gekommen. Ja. Und da musste ich erstmal keine Wolle shoppen, sondern habe welche bekommen. So schöne. Und zwar, guckt euch das doch mal an. Ist das nicht schön? Handgefärbte Wolle.
Von Austermann ist Austermann. Das ist so abgefahren, ne? Die haben ja normalerweise auch gewickelte Wolle so und so Stränge. Okay. Eigentlich ja nicht so, ne? Ich persönlich muss mich wieder outen. Hab's noch nicht gehört. Ja. Aber es sieht traumhaft schön aus. Also das erinnert mich wirklich auch an Wald, Wiese. Mhm. Also richtig schön. Hier sieht man auch auf der Banderole, ist so ein bisschen gezeigt, wie sich es wahrscheinlich vermustern wird in der Socke. Wobei hier steht, not just for socks. Ja. Weil ich glaube, ich vom Anfühlen her, jeder ist da ja anders, aber ich glaube, ich würde Socken oder Stulpen sowas nehmen. Ich muss jetzt mal gucken. Ich habe meine Brille nicht auf, aber ich schau mal, ob deine Farbnummer. Die Farbnummer ist die 016. Genau. Ganz normale Sockenwolle. Ist ganz normal verteilt. Also die, da habe ich mich schon mal echt sehr drüber gefreut und bin gespannt. Und dann habe ich noch was bekommen, nämlich von Opal. Dazu muss man aber sagen, dass wir vorher in einem Wollgeschäft waren und Steffi unter diesen 1000 Wollknäueln einen rausholte und sagte, oh, ist der nicht schön. Oh, Opal. Und dann sage ich zu ihr, oh, leg den doch mal eben lieber weg. Wer weiß. Warum? Ja, will die mir helfen, dass ich Geld spare? Ja, letztendlich schon, weil sie hat ihn gekauft. Sie hat ihn schon vorher für mich besorgt und meinen Geschmack getroffen. Das ist von Opal, 20 Jahre Opal, das ist dann so ein Jubiläumsgarn. Genau, das gab es in allen möglichen Farben auch. Ne? Okay, Wolfgang und Frederik Zwerger Design. Und die Farbnummer ist 9282. Ich weiß nicht, hier seht ihr, wie das auf dem Socken sich vermustert. Also das ist nur ganz leicht von Pink über Rot in ein Orange und wieder im Wechsel. Das ist so ganz harmonisch, wie sich das wechselt. Und ja, wie das so ist. Ich will doch sehen. Ich will doch sehen, wie es aussieht. Und ich habe hier angeschlagen, die Socke. Hier ist sie. Und zwar draußen die Katze will rein. Ja, draußen jammert die Katze. Wir haben noch Assistentinnen hier heute. Ja, weil die sind nämlich so schlimm. Die lassen die Katzen im Kälte draußen. Ja. Nein, und die wird immer wieder reingelassen. Regnet, ne? Die wird immer wieder reingelassen. Die heult auch immer sofort, sobald es regnet. Also das ist die Socke, die ich angeschlagen habe. Und ich habe mit der Susanne hier auch schon YouTube-Videos geguckt und da hat sich dazwischen die Sylvie Rasch gemogelt und da habe ich dieses Sockenmuster gesehen. Da, irgendwas mit Willi. Willi, irgendwas mit Willi. Ich weiß es nicht genau. Kann ich euch aber in meinem nächsten Video auf jeden Fall auch nochmal zeigen und nochmal sagen, was das für eine Anleitung ist, wenn ihr sie nicht selbst findet, weil man kann ja auch mal selbst suchen. Hier bei diesem Muster ist es so, dass man immer wieder auch, wie bei dem Patat, unten einsticht. Das heißt, man macht Falten und das macht man eben 8 Reihen höher auch wieder oder versetzt. Und das ergibt dieses schöne, fluffige Aussehen. Ich muss wirklich sagen Aussehen, weil in der Länge ist es überhaupt nicht flexibel, in der Breite wie immer. Aber nicht in der Länge. Aber das macht nichts. Ich finde es wunderschön. Ja. Man braucht sicherlich mehr Garn als bei einer Stino-Socke, weil man ja immer wieder das zusammenrafft. Und es dauert auch länger. Aber ich fand es bei diesem Garn, das sich so verhalten mustert, total schön. Wobei ich mir auch vorstellen könnte, wenn es sich tatsächlich nur in Reihen mustert, dass das auch gut ginge. Ja. Das erinnert mich jetzt auch irgendwie an den Batat, ne? Ja, weil man da eben diese an Falten diese Reisfelder, hat. Ne? Stimmt. Weil da auch wieder diese, wie soll man sagen, ne? Wie vom Wasser so. Ja, das sind so Wellen mehr. So, ne? Wellen irgendwie im Sand so. Ja. Könnte man auch. Das hat mir auch gut gefallen. Da habe ich gesagt, komm, machst du das mal und machst das mal hier rein. Diese eine Reihe, die man dann jede neunte Reihe ist so eine, machen muss. Die dauert natürlich auch länger als normal rechts gestrickt. Aber es lohnt sich, finde ich. Ist mal was anderes. Sieht total schön aus. Ja. Also da habe ich mich auch gefreut über dieses Garn. Ja. Genau mein Ding. Genau. Und Steffi kam natürlich auch nicht ohne Wolle, ne?
habe immer noch die Boykotte. Ja, stimmt. Steffi hat mit uns ein bisschen Weihnachten gespielt, ne? Aber das ist ein anderes Thema. Ja, es war auf jeden Fall sehr schön. Sie hat auf jeden Fall auch sehr schöne Wolle mitgebracht und zwei Hefte, beziehungsweise ein Heft und ein Buch. Und da hat sie von Wolle Rödel, nehme ich mal an, ist das glaube ich auch, ne? Ja. Das ist diese Kreativ-Melange. Hier kann man ja auch die Farbnummer dann tatsächlich auch mal sehen und sagen, ne? Das von Rico Design. Genau, Rico Design ist die Farbe 002. Total schön. Schönes Farbgewitter mal wieder, ne? Da ist alles drin. Von Pink über Grün, über Lila, Rosa, also alles, ne? Was ich daraus mache, weiß ich noch nicht. Aber ich habe halt auch Wolle Rödel, falls ich was Größeres machen sollte, könnte ich auch mir da noch was besorgen, beziehungsweise ich bin mir sicher, dass du bestimmt irgendwas hast, was du da passend dazu nehmen kannst. Es könnte sein, ne? Könnte ich mir so. In dem kleinen Stash. In dem ganz kleinen. Ganz klein. Und dann hat sie mir eine Wolle mitgebracht, mit der ich auch schon längere Zeit geliebäugelt habe, ehrlich gesagt. Wo ist denn der dritte? Und das ist die Kreativ Melange Lace. Und die ist in meinem Farbton, ne? Ja. Ich habe ja irgendwie so viele grüne Brillen und so. Und das ist die Farbnummer. Warte, ich muss mich gerade feiern. Yeah, geschafft. Warum sehe ich die jetzt nicht? Was? Soll ich schauen? 004. Ich habe keine Brille auf. Aber ich habe es ja jetzt doch gefunden. 004 ist das halt. Ich zeig nochmal das Schild rein. Das ist auf jeden Fall ein ganz feines Garn. Und jetzt so zum Sommer, ne? Ich glaube, also ich werde da etwas Luftiges, glaube ich, auch draus machen. Irgendwie sowas. Also in dem Heft ein Tuch dazu. Aber ich denke, Susanne wird sich vielleicht auch was anderes überlegen. Man weiß, sie wird was finden. Ganz sicher wirst du was finden. Ich werde auch was finden. Das ist das Problem an der ganzen Geschichte hier. Ne? Also Sachen zu finden. Also in diesem Heft hier, das hat sie mitgebracht. Da ist ein Tuch drin. Ich versuche das mal schnell zu finden. Da war's. Das auch total schön ist. Da kann man das nochmal so ein bisschen sehen, wie der Effekt da vom Verlauf ist. Und da ist ja in dem Garn sind so kleine dunklere grüne Punkte. Ne? Sieht schon toll aus. Richtig. Und halt auch so sommerlich, ne? So Sommerabend halt. Ne? Und das dann ist was für was Leichtes. Hat sie ein Buch mitgebracht. Das ist so abgefahren, ne? Kennt ihr das, dass man etwas kaufen denkt, das muss ich auch selbst haben? So ging mir das bei Tücher diesem. Tücher schnell gestrickt, ne? Heißt es. Ja. Und da sind in diesem kleinen Buch, jedes Tuch ist irgendwie, dass man denkt, ja, ist echt was könnte ich mir gut vorstellen. Und was ich hier bei der Aufteilung so toll fand, dass alle Formen von Tüchern, die wir alle schon so mal einmal durchgestrickt haben, da drin sind, ne? Also diese schrägen Tücher, halbrunde, diese Josephine-Tücher. Von der Spitze, von der Seite. Und alles in diesem kleinen handlichen Buch, ne? Wir können ja mal ein Beispiel irgendwie zeigen, oder? Ja, klar. Welches war denn noch so? Das finde ich wahrscheinlich wieder schön. Das spricht mich an, weil es so den Bärenton schon wieder. Ja, stimmt. Das hier zum Beispiel, genau. Irgendwie schlicht, aber trotzdem so. Das Bunte mit den Noppen fand ich auch schön. Ich glaube, das war weiter hier vorne. Stimmt. Wo wir uns noch gefragt haben, ob die Noppen. Hier haben wir gesagt, das erinnert uns an Sonjas Tuch oder war das Pullover? An Sonjas Käselöcher. Pullover war das. Tuch. Was auch immer. Die Käselöcher von Sonja. Ja, genau. Käselöcher. Das hat uns sehr erinnert daran. Total. Noppen selbst gestrickt, das war, ist so schön bunt auch. Also da ist alles von also mal im Prinzip ist jedes Tuch, könnte man machen. Hier, das ist auch wieder so mit kleinen Falten drin. Der Baktus ist da irgendwie auch drin, der ja mal auch wie so ein Virus umging. Der natürlich nicht so heißt. Doch, der heißt. Heißt aber hier in dem. Da heißt er anders, aber witzigerweise der Seabreeze, den ich gemacht habe. Den ich aus meiner selbstgefärbten Wolle gemacht habe, der ist da auch drin, ne? Und ich weiß nicht, ob die Kopie vielleicht sogar aus dem Buch kommt, könnte ich mir vorstellen. Hier ist auch so ein Rapunzel.
Tuch. Ja, also da sind ganz, ganz viele schöne Sachen drin. Das ist von Top. Ich habe das auch bei Wollrödel gekauft. Falls ihr einen in der Nähe habt, vielleicht führt er das auch. Aber ich habe das gestern auch bei Thalia gesehen. Ja, also ich denke, das wird vielleicht in dem einen oder anderen Buchladen zu finden sein. Denke ich auch. Also das lohnt sich wirklich zu kaufen, ne? Weil da, wenn man das jetzt mal auf Ravelry um... Ja, das stimmt. Da kostet eine Anleitung auch schon relativ viel. Und dieses Format ist einfach auch schön, das ist gut mitzunehmen. Ja, und genau. Macht total Spaß. Ich muss jetzt gerade mal darüber gucken. Meine Tochter zieht die Tücher von Susanne an, weil wir haben hier unten ein paar liegen. Sie hat mir ihre gehäkelten und gestrickten und was auch immer gehandarbeiteten Tücher gezeigt. Die Große zieht es gerade mal an. Das ist schön. Wir haben eigentlich über die Noro-Wolle gesprochen, ne? Ja, stimmt. Und daraufhin habe ich dann mal so die verschiedenen Noro-Geschichten rausgeholt und die werden ja da angehört. Und die Jacke, du hast den Komodo da draus gemacht, habe ich eine Weile heute Abend angehabt. Das hält richtig schön warm. Und ich habe heute schon so gefroren, ja? Oh, so kalt. Es ist zu groß für dich, mein Schatz. Aber du kannst mal den Wollknäuel darüber werfen, wo du gerade da... Wir haben jetzt Assistentin sozusagen. Ja, wir hatten noch nie Zuseher oder Assistentin, das ist toll. Ja, doch, ich hatte mal einmal Luna, war irgendwie Luna. Stimmt, du hattest deine Mädels schon mal dabei. Ja. Ja, dann... Heute in dem Supergeschäft, ja. In dem super duper tollen Supergeschäft, eine Lagerhalle mit Regalen und Wühltischen quasi, wobei es sehr ordentlich und aufgeräumt dort war. Also ich weiß gar nicht, was es da nicht gab. Also sogar Farbverlaufsbubbles gab es da auch. Lana Grossa gab es viel. Online. Die Opalwolle. Und Sockenwolle. Und ne? Sockenwolle. Sechsfach, vierfach, achtfach. Ich weiß gar nicht. Also, tolle Tweedgarne hatten sie auch irgendwie neu im Sortiment, glaube ich. Echt? Also man hätte schon... Also ich hätte noch mehr, ich hätte noch einen Beutel kaufen können. Ja, ja, aber es... Und die Verkäuferin so nett und so animierend. Ja, leider haben wir... Gucken Sie doch mal hier und gucken Sie doch mal da und schauen Sie mal das. Ja. Und die hat so eine tolle Jacke angehabt. Und dann war auch natürlich gleich gefragt, welche Anleitung, welche Wolle, wie lange sie braucht. Ja. Also... Das war schon... Wunderschön. Inspirierend, auf jeden Fall. Wollen wir ein bisschen was zeigen von dem, was wir uns gekauft haben? Unbedingt. Unbedingt. Wollen wir mal beides gleich in die... Okay, von online. Tada! Jetzt habe ich es auch mal gemacht. Tada! Aber nicht so, ne? Und wenn es sich vermehren würde, würde ich schütteln. Ja, Also wir haben jeder, das ist Linie 97, Star Wool Lace Color. Und das, was Susanne daran, also sie hat mich da erstmal aufmerksam gemacht, Gott sei Dank, so begeistert hat, war das eben, dass das 50 Gramm Knäuel eine Lauflänge von 380 Meter hat. Und es steht hier Schurwolle drauf. Ich vermute schwer, dass das Merino ist. Ja. Und wir beide haben jeder unsere Farbe gefunden. Ne? Also man hätte auch noch andere Farben nehmen können. Ne? Also ich natürlich. Hätte auch nichts gegen diese Farbe. Also die waren halt alle mega schön. Das war so schwer, sich zu entscheiden. Ja. Aber von diesen Knäueln bräuchte man zwei. Ne? Dann ja, hätte man ich habe jetzt auch zwei davon. 380 Meter auf einem Knäuel ist man ja schnell fast 800 Meter. Und dann hätte man 10 Euro ausgegeben. Ne? Also weißt du das eigentlich? Ja, Knaller für ein Tuch. Ja. Der Bubbles wäre da auch wieder super. Aber da gibt es bestimmt noch jede Menge andere. Ich will noch mal einen Bubbles machen. Die ist verliebt in Bubbles. Mir macht das so mega Spaß. Ne? Dieses Freilassen der Maschen. Weil das immer so schnell auf einmal so viel wird. Ne? Ja, weil das dadurch erst ist sehr so komprimiert und wenn man die Maschen fallen lässt, geht es nach oben. Ist ein schönes Gefühl, aber auch herausfordernd, weil man ja immer die Befürchtung hat, man lässt die falschen fallen, was mir ja auch passiert ist. Ja. Das ist mir auch schon passiert. Ne? Also gerade am Anfang habe ich ja alles total falsch gemacht. Ich habe ja auch dreimal angeschlagen, bis ich es dann richtig hatte. Das ist ja das Schöne, dass man es dann hinterher hat und begeistert ist, dass man sich da durchgekämpft hat. Genau. Ja. Also wenn man es dann nämlich erstmal einmal verstanden hat, hat man es relativ schnell auch echt. Ja, wobei ich persönlich muss immer noch mal auf die Anleitung gucken, ob ich die Reihenanzahl habe. Ich mache mir auch Striche. Bei dir klappt das ganz gut ohne. Mhm.
Ja, aber kann man auch mal wieder sehen. Jeder geht da anders ran. Ne? Das ist einfach und also, schon so. Was für mich wirklich, ja, eine Offenbarung ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber schon eine Erfahrung war dieser Unterschied zwischen locker stricken und feststricken. Mhm. Also was das auch ausmacht in den Tüchern, wie die fallen, wie die aussehen. Klar, ich mit meiner festen Strickerei mag es, dass das Maschenbild dann so gleichmäßig ist. Aber ich mag es auch, wenn Tücher weich fallen. Und das ist natürlich beim festen Stricken nicht immer gegeben. Also ich muss mir wirklich da immer wieder im Vorhinein, nicht, ne? Aber ich möchte wenn mir im Vorhinein ja. überlegen, ob ich in der Nadelstärke einfach höher gehe, weil mir anzugewöhnen, locker zu stricken, das wird nicht hinhauen. Dann wird es ungleichmäßig. Ja, und das ist halt wie eine Handschrift, irgendwie haben wir dann auch so gesagt. Ne? Ja. So, irgendwie, wie man das gelernt hat, ist dann schwer wieder umzuswitchen und zu sagen, ich mache das, ja, das jetzt komplett also anders. Ne? Über die Nadelstärke kann man da viel machen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber das wisst ihr wahrscheinlich sowieso. Dann haben wir entdeckt, also ich habe entdeckt, nein, das stimmt gar nicht, die Töchter von Steffi haben ja, vielleicht, entdeckt. Sarah, gib mir doch mal ein. Wir machen mal ein bisschen eins von deinen Knäueln, dann zeige ich das auch mal. Wie hieß das denn? Lyocell? 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 Stimmt. Wie hieß das? Also, das ist ein Garn. Das fühlt sich an wie modal. Warum ist das immer so klein da drauf geschrieben? Damit wir das nicht lesen Damit können. Ich meine Brille anziehe. Lyocell steht hier, 100%. Genau, dann habe ich das mal eben schnell gegoogelt, ne? Aber beziehungsweise es gab auch... Im Laden! Ja, weil wir auch mal wissen wollten, ob das jetzt irgendwie Plastik ist, Polyacryl oder sowas. Aber nein, das ist eine Naturfaser. Und das wird aus einem Eukalyptusbaum gemacht. Und das lässt sich... Also es ist auch nachhaltig angebaut und... Man kann das später wieder deine Tochter grinst. Der Natur zurückführen. Willst du das sein? Ja, also das hinterlässt halt keinen Müll. Und hier steht abbaubar. Biologisch abbaubar. Genau. Und hier steht noch feuchte regulierend, hautfreundlich und hygienisch. Und was ja für viele auch sehr wichtig ist, es ist weich. Total weich. Also modalmäßig. Ne? Wer modal schon mal hatte, der kann sich da ein bisschen dran orientieren, ja. So ähnlich fühlt sich das an, aber es ist ein bisschen kühler irgendwie. Das ist auch wirklich so ein Sommergarn. Es ist, also hier haben die auch so einen kleinen Schlauch gewebt oder wie auch immer, das ist, weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Diese Farbe hier ist, geht ins Grünliche, ein bisschen Blau ist dabei und Grau. Ja, guck, ich sehe. Ja, das ist einfach verschiedene Grautöne, helle Grautöne. Das ist von online, Linie 412 Valeria. Bei mir ist es die Farbe 0106. Ist es eine 6? Kannst du mal gucken? Die Assistentin. Ich bin einfach zu eitel. Ich könnte ja meine Brille aufziehen von vornherein. Ne? War es jetzt 6? Ja. Es ist eine 6. 0106. Und das ist 0101. Also ich bin schon sehr gespannt. Ich muss auch das heute Abend noch mal einmal eben kurz anstellen. Also Sarah hat es schon mal angestrickt. Ah, was hast du da für eine Nadelstärke? 4,5. Sind nur rechte Maschen. Also von daher, es sieht schön aus. Also gleichmäßig gemacht, Kind. Fein. Ah, sieht schön aus, ja. 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 Spannend Danke auf jeden dir. Fall. Danke dir. Ja, was hast du noch? Ach, sowas habe ich ja gestern besorgt. Ja, sag mal, ich bin auch ein bisschen... Warum? Weil ich den jetzt, den hatte ich auch, also den wollte ich auch als den Bubbles haben, aber nein. Ah ja, Bubble. Bubble, Boo. Ja, das ist nochmal hier so eine Millicolori Baby. Ich finde die halt immer toll, ne? Ich weiß nicht warum. Doch, ich weiß schon warum, weil die Qualität einfach super ist, weil sich die weich anfühlt, weil da relativ viel... Lauflänge drauf ist, der Farbvorlauf ist einfach immer schön. So was Ähnliches habe ich doch dann in dem kleinen Laden gekauft, gell? Ja. Vorgestern. Oh, wo hast du die denn? Die habe ich jetzt oben. Aber ich sag mal, ich werde euch heute nicht alles zeigen, was ich in der Tasche habe. Nee. Das wäre einfach zu viel, das kann ich. Aber die muss man gucken, das ist auch so ein Fest für die Augen wieder, ne? Ja. Ja, mal gucken, was ich daraus mache. Irgendwas. Ja. So. Weiter geht's. Ihr habt es jetzt nicht gemerkt, aber... Wir sind schon wieder da. Ich habe mir Cool Wool besorgt.
Ich habe aus Cool Wool Melange meinen Pullover, meinen Anthrazitgrauen gestrickt mit der Raute vorne drauf. Ich kann euch ja mal das Video verlinken, wo ich ihn vorstelle. Und dieses Garn lässt sich einfach fantastisch verstricken und sieht toll aus. Es lässt sich super tragen und toll waschen. Mhm. Und deshalb bin ich da so begeistert und habe dort die Auswahl gesehen, auch an Farbe, und dachte, ich möchte unbedingt nochmal was daraus stricken. Ich habe im Moment keine Anleitung, muss ich zu Hause mal durch meine ganzen Hefte und so gehen, weil ich würde mir gerne eine Strickjacke machen. Und zwar in diesem hellen Grau. Das ist die Farbnummer 443. Das ist richtig. Ja. Und das soll der Hauptteil werden in diesem hellen Grau. Und dann habe ich aber diesen Bärenton. Das ist so ein bisschen altrosa. Ja, ein bisschen dunkler vielleicht. Und das hat mir so gut zusammengefallen, dass ich mir gedacht habe, dass ich die Armbündchen und das Bündchen der Jacke auch damit stricke. Am Überlegen war ich auch, ob ich den Kragen damit mache. Das weiß ich aber noch nicht. Vielleicht wird das zu viel. Aber so ein bisschen den Farbtupfer, das fand ich persönlich ganz cool. Vielleicht kann ich Knöpfe auch in der Farbe finden. Das ist total glaub, schön. Das wird schön. Ja. Also es ist mein Ding. Ja. Und da habe ich mir einiges geholt an Material, wie ich immer so schön sage. Ein wenig. Aber ich werde mal zu Hause gucken, welche Anleitung ich dazu nutzen werde, und werde euch das in meinem nächsten Video zeigen. Genauso wie die anderen Wollen, die ich noch habe. Und ja, genau. So ist das. Das genau. War's von mir. Im nächsten Video auch noch ein bisschen was erzählen. Was ja. Zum Erzählen. Und von Bremen schwärmen und von diesem Laden. Wie heißt der eigentlich, falls jemand in der Nähe wohnt und kennt ihn noch nicht? Welchen Laden meinst du jetzt? Wo wir heute waren. Das war der SB-Wollmarkt. Ihr steht drauf. Woll-SB-Markt Bremen-Neustadt in der Industriestraße 20. Mhm. Hier steht es nochmal drauf. Das Heft zeige ich euch auch beim nächsten Mal. Aber wer vielleicht in der Nähe wohnt oder Urlaub macht und da auch hingehen will, ich kann das nur empfehlen. Ja. Und der muss sich natürlich auch hier melden, weil ich möchte ja immer noch gerne viele Leute hier zum Stricken haben. Ne? Also zwei kommen jetzt schon regelmäßig. Also ich kann's ganz nur empfehlen. Liebe Menschen. Und wer Lust hat, ne? Ich würde gerne noch mehr Menschen bestricken, wollte ich gerade sagen. Hier begrüßen. Bekochen. Bekochen. Auf der schönen Terrasse mit sitzen haben, ja, also im Sommer. Nur mal so viel, weil ich habe mir das Buch kaufen müssen. Und so ungefähr könnt ihr euch das vorstellen. So leckere Sachen kann die machen. Ich habe da gestern auch einmal reingeguckt. Dieses Buch ist der Knaller. Also falls das jemand interessiert. Ich muss da unbedingt noch reingucken. Es ist ein vegetarisches Kochbuch. Ja. Aber da sind so schöne Sachen drin. Alleine, weil es auch schon wieder so schön aussieht. Ne? So und bunt und ja, lecker. Und ist es sogar vielleicht vegan? Ja. Mein Kind sagt ja. Ja. Also ich halte es nochmal rein. Es ist wirklich es alleine so das Angucken. Ja. Es macht so viel Spaß und Freude. Das Buch riecht gut. Das Buch deine riecht Tochter gut. Deine Tochter lacht. Sie sitzt da an der Seite, guckt immer mal. Deswegen gucke ich auch immer mal so hier rum. Weil wir haben Zuschauer heute. Was? Bilder. Oh. Ein Traum. Ja. Elli, vielleicht, wenn du es noch nicht kennst, ist es was für dich? Ja, vegan und die Katharina. Ja. Aber alle anderen auch natürlich, nur die fallen mir gerade ein, weil sie selbst auch, die Elli selbst auch von Gerichten und Rezepten spricht, und vielleicht kennt sie es noch nicht und das wäre was für sie. Auf jeden Fall. Ja. Sind schöne Sachen drin. Und ich habe nämlich gesehen, da sind so schöne Sachen drin und man braucht nicht so viele zusätzliche, weißt du, Ersatzprodukte und sowas. Das finde ich immer auch. Ja, natürlich auch kochen steht da drauf. Genau. Kurzer Exkurs. Du wolltest ja eigentlich vom Stricken und dass die Leute zum Stricken kommen wollen. Nicht ja, aber das habe ich ja jetzt schon gesagt. Und wer Lust hat, kann sich ja einfach melden, unten in die Kommentare schreiben. Würde ich mich tierisch drüber freuen. Eine Sache noch. Genau, ich habe ein tolles Heft entdeckt mit diesen wunderbaren Socken. Und eigentlich hätte ich die total gerne mit mir zusammengestrickt. Mit ihr zusammengestrickt, weil das ist so eine fiese Anleitung. Ich hätte das auch total gerne gemacht.
Wir die sieht so aus, aber wir kamen nicht dazu. Es werden wahrscheinlich verkürzte Reihen sein, nehme ich mal an. Also das sieht schon sehr interessant aus. Es sieht auf jeden Fall mega aus. Eine ganz andere Art und Weise, Socken zu stricken, habe ich noch nie gesehen. Die sehen ja toll aus, sorry. Ja, das ist eine 100 Wasserwolle, ne? Würde ich mal annehmen. Also Opal auf jeden Fall ist das. Toll. Also mega, ne? Ja, da, ich denke auch, das sind verkürzte Reihen. Genau so, da ist nochmal... Also ich fand die so toll und was ich gesehen habe, man macht erst die Sohle und dann wird das so hoch gestrickt. Ja, irgendwie, also hätte ich gerne mit der lieben Steffi zusammen gemacht, aber wir haben nicht alles geschafft. Ist ja auch ein Grund, nochmal zu kommen oder es aus der Ferne zusammen zu stricken. Ja, auf jeden Fall. Ja, Steffi macht sich morgen wieder auf die Reise, leider. Ja. Ich fahre übermorgen nach Holland. Da wäre ich auch sehr gerne mitgefahren. Ja, und vielleicht fahren wir auch nochmal zusammen dahin. Das wäre mal kurz überlegt, ne? Nach Amsterdam vielleicht nochmal zu fahren. Ich fahre da auf jeden Fall hin, ne? Und ich bin so aufgeregt, ne? Weil? Weil ich nämlich zum Steven West fahre, ne? Das habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen und ich bin sogar am Überlegen, ob ich da alleine hinfahre. Also ohne meine Kinder. Also wir fahren alle zusammen ins Ferienhaus, ne? Alle meine 5 Kinder und meine Schwester mit ihrem Mann. Ich bin so gespannt, was du erzählst. Ja. Die Eindrücke. In ein schönes Haus mit Swimmingpool und Sauna und wellnessmäßig soll das Ganze alles sein. Aber komm noch mit. Ich pack dich in meine Tasche. Oder irgendwie hinten in den Kofferraum. Ja, Tasche könnte eng werden. Das Volumen. Auf jeden Fall werde ich versuchen, ein Video da zu machen, wenn ich in dem wunderschönen Laden bin und euch ein bisschen den Mund besserig machen. In der stillen Hoffnung, dass Steven West da ganz zufälligerweise sitzt, wenn ich da reinkomme. Der sitzt wahrscheinlich auf seinem umgedrehten Stuhl in seinem gelben Anzug. Hey, Susanne. Baby. Hey, Susan. I'm a nigger. Priash. Boom, fashion. Ja, Hammer. Wir haben uns jetzt sehr zurückgehalten im Video, muss ich mal sagen. Also eigentlich war es... Naja, es gibt... Es war sehr lustig, muss man schon sagen. Ich glaube auch sogar, dass die Töchter von Steffi es auch lustig fanden. Die hüpfen gerade hier rum. Ja, wir hatten auf jeden Fall wirklich eine wunderschöne Zeit, muss man echt sagen. Viel Spaß. Wir kannten uns vorher ja auch nur durchs Video, muss man auch sagen. Es ist ja immer recht experimentell, ne? Zu sagen, ich packe meine Tasche... Und dann fahre ich zu einer fremden Person nach Hause, sage ich mal. Und ja, aber das Vertrauen hatte ich. Komischerweise. Und dann haben wir das gemacht. Und es war auch so ein bisschen wie bei Sonja. Relativ schnell. Ich sag's jetzt mal, Jogginghose, gemütlich, strickend. Reingesaugt in die Couch. Hier, ich sag's euch, ich komme mir vor wie eine alte Oma, weil da sitzt man so bequem tief drin, bis ich da wieder hochkomme. Mann! Auf jeden Fall waren die Tage fast zu kurz, deswegen war es auch immer sehr spät. Und wird deswegen auch heute noch spät. Ja, heute auch, es ist ja jetzt der schon. Der Tagesrhythmus spät. Ist völlig im, im Eimer, ja. Aber das können wir ja bald wieder gerade rücken. Jetzt erstmal. Fand ich jetzt nicht schlimm, völlig in Ordnung. War halt was Besonderes und Amsterdam wartet jetzt und ich versuche mal die Kamera rauszuholen und euch die... Weiß ich nicht. Ich habe auf Facebook Bilder gesehen. Oh, Gesundheit, Alter. Sophie. Danke. Das Kind muss niesen. Ich habe ja ein bisschen Angst, weil das ist schon schön. Ne? Es gibt viel Wolle zu kaufen. Und wir haben ja... Also nochmal den Aufruf an alle Millionäre da draußen, die zu viel Geld haben und das unbedingt in Wolle investieren wollen. Wir würden ihnen auch Socken stricken. Mindestens ein paar, ne? Mindestens. Mindestens. In irgendwie braun oder so. Mit Pailletten. Mit Pailletten. Ja, das war's dann von uns für heute. Genau. Wir wünschen euch eine tolle Zeit, bis wir uns getrennt voneinander wiedersehen. Ja. Ja. In diesem Sinne, noch gut, eine schöne Zeit. Ja, wir hatten eine wunderbare Zeit. Ja. Und ein paar Outtakes kommen hinten dran, ne? Wer Lust hat zu sehen. Schaut mal rein. Ciao. Video machst du jetzt. Du nimmst es auf.
wir sind hier im Boogie Wonderland, das ist hier total oberwitzig. Aber es ist so. Also man stellt das Glas. Weißt du, was du hier noch machen kannst?